dass bei Alkoholikern eine statistisch gesicherte Übersterblichkeit besteht. Auch die Selbstmordrate ist höher als bei der gesamten Bevölkerung. Zum Beispiel 12-mal höher in Niedersachsen bis 75-mal höher in England. Die Gesellschaft duldet bei der Frau keine sichtbaren Trinkeffekte. Infolge der immer noch weit verbreiteten Doppelmoral wird der Alkoholrausch des Mannes als Männlichkeitskriterium angesehen und daher vielfach als positiv bewertet, während die Trunkenheit bei der Frau als degradierend und abstoßend abgelehnt wird. Nein, nein, danke schön. Haben Sie den Spiegel? Und die FAZ, bitte. Danke. Danke. Die Pulte, bitte. Wer morgens aufwacht, bei Verstand, Kräften, Gesundheit ist und sagt, ich bin der überflüssigste Mensch von der Welt, der ist reif fürs Trinken. Er möge sich ankleiden, ein öffentliches Verkehrsmittel besteigen, zur Stadt fahren. Dort betritt er eine Weinhalle, einen Stehausschank oder wie ich letztens in einem Film sah, den Bierhimmel. Alles Weitere ergibt sich von selbst. Überhaupt ist das gewissermaßen automatische, das von selbst sich erledigen, das Schöne am Trinken. Trinker sind Reisende, sie werden bewegt, ohne sich zu bewegen. Man hebt sie auf, transportiert sie. Prost, sagt Lipski. Siehst du die Milchstraße, sage ich? Trinker erledigen sich selbst. Das ruhige Selbstgenügsame an diesen Menschen. Statistik beweist, dass in Kulturen mit starkem Leistungsdruck der Alkoholismus und das Erleichterungstrinken ständig zunehmen.